Ich bin jetzt in meinem Garten, hab hier einen Eimer mit Regenwasser, ein bisschen Brennnesseljauche. Und wie ihr hier hinten sehen könnt, alles voller Mückenlarven. Deshalb werde ich jetzt mal mit dem Kescher hier durchgehen. Und zwar die Fliegen nachher raussammeln und alles gut durchspülen und hier in den Triosbehälter schmeißen. Da ist Regenwasser drin, da kommt gleich auch noch Liquidzell rein und ich habe den extra feinen Kescher genommen. Und dafür werde ich jetzt mal absammeln. Ratzfatz einmal durchkeschern, gucken, wie sie reagieren. Alles voller Mückenlarven. Seht ihr das? Wie die alle am Wabern sind da unten. Unglaublich viele. Auf jeden Fall. Ich schmeiße sie jetzt mal hier rein. Hier sieht man schon alles voller Mückenlarven. Und die werde ich dann später richtig gut auswaschen. Mit einem kleinen Filter noch. Mit dem Sieb von dem Artemia-Zuchtbecken. Und dann werde ich sie ins Aquarium schmeißen, als frisches Lebenfutter. Wenn man jetzt hier guckt, da sind noch immer so viele drin. Alles schwimmt voll. Deshalb, zack, da ist alles voll. Unglaublich, wie viele Mücken hier drin sind. Ein Schlamm ist da drin. Und bevor die sich hier weiter verbreiten und auch noch Nachkommen züchten und schlüpfen, werde ich sie natürlich erstmal einsammeln. Es sind aber wirklich extrem viele hier drin. Ich muss immer ein bisschen warten, bis sie wieder oben schwimmen, weil sie sich natürlich verstecken, wenn die Wasseroberfläche bewegt wird. Das ist natürlich jetzt eine richtige Suppe. Tut man natürlich nicht ganz Aquarium, deshalb erstmal in das Becken, dann tue ich sie in ein anderes Becken rein und dann filter ich sie nochmal und wasche sie mit Leitungswasser oder frischem Aquariumwasser aus. Und dann sollte sie ganz gut klappen, ne? Mückenlarven hier in dem Behälter drin. Hier oben sieht man noch die ganzen Eier drauf rumschwimmen, die schwarzen Flecken. Wenn man genau hinguckt, sind sie recht so kleine Punkte, aber die kann ich mit der Kamera nicht filmen. Muss die richtige Kamera rausholen. Und hier unten sieht man richtig die ganzen Mückenlarven. Wenn ich mal dagegen schlage, sieht man richtig, was da richtig voll Mückenlarven, das ganze Ding. Und die großen werde ich später versuchen, mit einem groben Kescher rauszuholen. So, jetzt habe ich die Mückenlarven nochmal aus dem Becken hier rausgefiltert mit dem groben Kescher. Und habe sie jetzt hier in dem Glas. Sind auf jeden Fall schon einige drin. Und die werde ich jetzt einmal durch den ganz feinen Kescher hier hindurchspülen, gut ausspülen und dann kommen sie ins Aquarium. Das mache ich jetzt einmal kurz. Bis später. Jetzt habe ich sie hier im Kescher, wie ihr sehen könnt, schön oben drauf, ordentlich durchgespült. Und jetzt kommen sie gleich ins Aquarium rein. Sind jetzt schön ordentlich durchgespült, auch damit da keine Schadstoffe rauskommen oder so. So, und jetzt werden wir sie einfach mal ins Becken tun. Und mal gucken, wie die Fische reagieren, weil die sehr klein sind. Zack, zack, zack. Vor allem die Kongos sind natürlich super hinterher. Die lieben sowas, ja. Gerade so feines Zeug. Jetzt schwimmen sie hier überall rum. Selbst die Skalare raffen es sogar. Aber die Kongos sind natürlich und die Prachtschmerzen sind wieder wie bekloppt dahinterher. Sollten sie gleich auch fressen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Immer die kleinen Feinen, die sieht man hier noch irgendwo rumschwimmen. Die holen sich die Kongos gerade alleine weg, weil die anderen die einfach nicht mehr sehen. Hier unten ist eine große jetzt, die unter dem Skalar. Der Skalar rafft das wieder nicht. Aber der Kongo, zack, hat er sie. So, das war eigentlich mal nur das kurze Video, was ich euch zeigen wollte. Welche Methoden es noch gibt, euer Lebenfutter aus dem Garten zu holen.